Im vergangenen Jahr durften wir den Ora 3 vorstellen und waren begeistert. Das soll ein Chinese sein? Tolle Farben, knuffige Form und eine Innenausstattung, zu der die meisten deutschen Hersteller gar nicht fähig sind. Wenn überhaupt, dann die Italiener. Das Resultat waren mehr als 4000 kleine Ora 3 im Markt. Ganz gegen den Trend, denn gerade die chinesischen Automarken tun sich auf dem deutschen Markt bislang sehr schwer. Es ist oft zu hören, dass sie ganz eigene Ideen gerade im Online-Verkauf haben und was in China funktioniert, sollte dann auch in Deutschland bitte stattfinden. Geht aber oft nicht. Bei einigen fernöstlichen Stellvertretern soll das Selbstbewusstsein sehr groß, die Fachkenntnis und Fähigkeit zur Adaption an den Markt aber sehr gering ausfallen. Das Scheitern ist dann meist vorprogrammiert und einige Mitbewerber im E-Automarkt, wie zum Beispiel NIO, schreiben auch konstant rote Zahlen. Ganz anders der Ora von GWM, was für Great Wall Motors steht. Dort hat der Hersteller nach anfänglichen Problemen dann doch auf die große Erfahrung der Frei-Gruppe mit vielen erprobten Marken gehört. Und nun scheint sich Ora wie auch die Schwestermarke Way zu etablieren. Und dies gleich mit einem zweiten Elektroauto. Mit 4871 mm Länge und bis zu 408 PS ragt der neue Ora 7 in die Oberklasse. Für die Basisvariante mit 204 PS und Vorderradantrieb starten die Preise bei 41.990 Euro. Für den von uns gefahrenen Ora 7 GT mit zwei Elektromotoren, Allradantrieb und einer netto 83,5 Kilowattstunden Batterie für bis zu 520 Kilometer Reichweite möchte der Händler dann 53.490 Euro haben. Auch wenn das nach viel klingt, der Kunde bekommt auch eine Menge. Denn die Limousine kommt dann mit nahezu kompletter Ausstattung. Soundsystem, belüftete Sitze mit Massagefunktion und einer Batterie an Assistenzsystemen, die kaum in der Luxusklasse zu finden sind. Autonomes Fahren bis Level 2 Plus inklusive Spurwechsel sind auf der Autobahn möglich. Zudem gibt es einen Rückfahrhelfer, der die zuletzt gefahrenen 50 Meter auf der gleichen Fahrspur zurückfährt, soweit man dies möchte. Die Verarbeitung und die im Innenraum verwendeten Materialien des Ora 7 hinterlassen bei der ersten Testfahrt einen guten Eindruck. Die Bedienung erfolgt über die Sprachsteuerung oder über das 12,3 Zoll große Display oberhalb der Mittelkonsole. Dazu muss man allerdings oft in die Tiefen der Menüs einsteigen. Es lassen sich aber auch Tasten auf dem Lenkrad zur Direktwahl belegen. Etwas lästig für verwöhnte Autofreaks ist allerdings die neue Orgie an Warntönen. Diese haben auch die anderen Mitbewerber wie Tesla Model 3 und Hyundai Ioniq 6. Wenn allerdings beim Ora der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, fährt er keinen Meter mehr. Dies gilt auch mittlerweile überall für eine geöffnete Tür. Was waren das noch für Zeiten, als wir an den Autos schraubten und unangeschnallt und mit geöffneter Tür zum Beispiel auf eine Montagerampe fuhren? Geht jetzt nicht mehr. Die Seriensitze des Ora 7 GT sind für den Durchschnitt in Ordnung. Für große Personen dürfte die Beinauflage etwas zu kurz sein. Das bei allen neuen Ora 7 serienmäßige Panoramaglasdach schränkt die Kopffreiheit im Fond leider etwas ein. Das Fahrwerk des Ora ist bei der ersten Testfahrt positiv wahrgenommen worden. Es ist straff, aber ausreichend komfortabel und die Lenkung lässt den Wagen präzise steuern. Den angegebenen WLTP-Verbrauch von 17,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer haben wir mit ca. 19,0 nicht geschafft. Aber wir wollen ja nicht sparen, sondern testen. Das Fazit zum neuen Ora 7 ist durchaus positiv. Der Hersteller bietet eine Oberklasse-Limousine, die förmlich an den Panamera erinnert, zu einem akzeptablen Preis. Die Fahreigenschaften sind gut und das Gebotene hat Stil, Eleganz und eine sehr gute Verarbeitung. Nur das Heck wird polarisieren. Entweder der Kunde liebt es oder er entscheidet sich für den Ora 3.